Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Ich nehme mal kurz den Dietrich weg und wir wollen hier nach Sedilian gehen, um die Quest von Sheogorath etwas weiter zu machen. Na, mein Hals tut gerade etwas weh, das geht nicht auf. Ja, und dazu laufen wir hier diesen hyper spannenden Weg entlang. Interessant, aber. Und haben gerade in der Folge zuvor einen Kampf erledigt. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schnell reingucken und dann wieder hier hinkommen. Ja. So, wir machen einfach weiter. Timer ist natürlich gestellt. Hyper professionell hier. Aber ich habe immer noch keinen zu trinken. Und wir sammeln mal wieder einiges ein. Wir dürfen jetzt natürlich nicht zu schwer beladen sein. Warte, was können wir gerade tragen? Ja, das sollte funktionieren alles. Jetzt habe ich auch die Zwergenstiefel natürlich nicht wieder eingesammelt. Leute, die brauchen wir sowieso nicht. Wer das verstehen will, muss ich auch nochmal die alte Frage. So, ja, natürlich Persönlichkeit entzogen. Das kann ich immer was. Ich habe jetzt keine Persönlichkeit mehr. Ich bin so ein Allerweltsgesicht. Vor allem auch als Dunkelelf, wo ich ja quasi dadurch ein Ausländer bin. Obwohl, eigentlich sind ja auch gar keine Ausländer, sondern eher so, ist ja nur eine Provinz hier, Cyrodiil, die ist die kaiserliche Provinz. Habe auch gerade eine Karte mir gegenüber, Himmelsrand, kaiserliche Provinz, bla bla bla. So, ja, den Kampf haben wir bestanden. Dann ist ja ein ganz großes Land hier, Tamriel. Und die ersten zwei Teile haben in ganz Tamriel gespielt. Da kommt man überall hin. Ja. Und dann ab dem dritten Teil gab es immer, Teile quasi. Und zwar, der dritte Teil spielte in Morrowind, genau. Wie der Name schon sagt. Oder Morrowind, wie auch immer. Der Teil in Oblivion spielt natürlich nicht in Oblivion, sondern in Cyrodiil. Dann ist teilweise auch in Oblivion. Und ich laber gerade Zeugs, was natürlich stimmt, aber trotzdem. Und habe gerade eine Quest aktualisiert. Ich bin in Sedilian. Jetzt sollte ich anfangen, nach den Fokuskristallen zu suchen, die den Resonator des Urteils mit dem restlichen Verlies verbinden. Okay. Aber was ich sagen wollte, Skyrim spielt in Skyrim. Unglaublich, ne? Falle zumindest. Aua, das ging aber schnell. Und werden hier runtergezogen und peng. Ja, wäre schön, wenn man das ins Gesicht kriegt. Schnell speichern. Und weiter geht's. Wird gern ja, natürlich zwei. Ich hasse es. Der Pro-Gamer, der natürlich nicht schaffen wird, gegen zwei anzukämpfen. Na gut, aber das müsste man mir noch schaffen. Wieso hat der eine andere Farbe? Das gefällt mir gar nicht. So, kommen wir aufs Schild hier. Und ja, so, das ging doch. Jetzt haben wir noch einen hier vor. Gehen wir gerne mal ein bisschen die Treppe hoch, denn, oder ich gehe die Treppe hoch, so. Dann habe ich besser Aussicht auf den, kann auch besser kämpfen. Wenn ich halt nur zwischen die Beine gucke, ist das auch nicht schön. So. Das ist ein Grummitschild. Okay. Will ich aber jetzt. Oder will ich das doch? 8. Was macht denn unser? Unser macht 11. Gut, das ist wesentlich besser. Ja, fehlt mir auch gerade so ein bisschen irgendwie mal eine neue Waffe, ein neues Rüstungsteil oder so, aber sind irgendwie alle nicht so gut wie unsere Zwergenrüstung hier. Die wir ja in der 38. Folge haben. Das weiß ich deswegen auswendig. Ach, weil die Folge eigenartigerweise die von mir am meist geklickte Folge ist. Über 100 mittlerweile. Also ich verstehe es wirklich überhaupt nicht, weil jetzt die momentan haben so durchschnittlich so, weiß ich nicht, 30, 40 Klicks und jetzt auf einmal so eine 100er Folge. Höher als die erste. Und das, also ich verstehe es nicht. So. Wir öffnen diese Truhe ganz ungekonnt.
So, erstmal wieder hier in Rhythmus kommen. So. So, hat aber einiges gedauert hier. Puh, und die Stahlpfeile nehme ich nicht mit, weil sie mal was wiegen. Und ich möchte nichts, was so viel Gewicht hat. Ich denke mal, dass wir an allen Stellen jetzt hier zu einem... Okay, hier können wir gar nicht durch. Dass wir an den beiden Stellen zu verschiedensten Teilen kommen. Das können wir das öffnen? Wo lässt sich das denn öffnen? Zu verschiedenen von diesen Energiekristallen oder so, keine Ahnung, kommen. Aber das können wir auch gar nicht öffnen. Also ist meine Vermutung wahrscheinlich schon mal falsch. Nur ich heile mich erstmal. So. Und ich warte mal eine Stunde. Ach ja, das lässt sich da öffnen. Das da übersehen? Nee, ne? Das ist Quatsch. Was ist das da? Das sieht so eigenartig aus. Das ist nichts Besonderes. Okay. Weiter hier bei Oblivion. Du, eine Urne. Ach schön, die gibt's ja auch. So. Weiter und ein Krummit-Freund. Schläger. So. Hau drauf, Mädchen. Ich weiß auch nicht, was ich da laber. Aber egal. Ist ja für einen guten Zweck, ne? Für mich. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier Geld verdienen würde. Dann würde ich mich natürlich besonders anstrengen. Und noch so einer. Wieder einer der Farbigeren. Schade, dass man mit Gaming kein Geld verdienen kann, weil ich meine, eigentlich ist es eine Sportart, bei der man keine Kalorien verbrennt. Meine ich zumindest. Ich meine, Sport macht man ja auch eigentlich zum Spaß. Es gibt natürlich welche, die machen Sport, um Geld zu verdienen. Gut, die gibt es auch bei uns, finde ich gar nicht. Es gibt natürlich auch welche, die mit Gaming Geld verdienen. Sprich Gronkh und sowas, ne? Zauberer. Ach nee, ich hatte diesen Zauber. Ich stirb. Lasst mich mit diesem Zauber in Ruhe. So, gut. Das ist wieder wahrscheinlich dieser Zauber, der uns irgendwann auf die Knie zwingt. Aber ich kann ihn einfach mal ein bisschen draufhauen. Das macht ihm dann gar nichts, ne? Ne? Freund, tat nicht weh, oder? Ui, sehr, sehr schön. Hier ein Kristallstab. Jetzt haben wir ihn endlich. Den ersten. Ja, ich muss mich gerade mal am Kopf kratzen, tut mir leid. Ich habe den ersten der drei Fokus-Kristalle entdeckt. Er befand sich oben am Kristallstab eines Grummit-Schamanen. Ich glaube, sie benutzen die Kristalle als Energiequellen für ihre Waffen. Nun, da ich ihn vom Stab entfernt habe, sollte ich den Fokus-Kristall in seinen Urteilsnexus einsetzen und weitermachen. Ist das hier das Urteilsnexus? Ja, es ist das Urteilsnexus. Ich habe den ersten Fokus-Kristall in seinen Nexus eingesetzt. Jetzt kann ich weiter nach Fokuskristallen suchen. Ich hatte nichts anderes vor. Aber wir haben ein Level Up. Ich weiß gar nicht seit wann. Aber egal. Das kümmert mich auch gerade nicht. Aber schon am Anfang der Folge. Oder habe ich es wieder nur absolut verpeilt? Ja, endlich mal eins im ersten Durchlauf aufgekriegt hier. Eine makellose Perle. Die können wir doch sicher verkaufen. Ne? Bisschen meine Perle, ne? Schätze. Schätze. Genau, Schätze. Ne, Schätzchen. So. Huch, ist gerade ziemlich dunkel. Ich sollte vielleicht mal Licht anmachen, aber ich lasse es erstmal noch. Zum Tür öffnen. Ne, ich warte nochmal eine Stunde. Gut, dann sind Feinde. Ne, ich wollte nämlich warten. Zwei. Natürlich. Nein, drei. Es müssen drei sein, ist ja klar. Aber es ist hier mit zumindest ein Welpe. Alles Welpe. Nee, der ist kein Welpe. Erstmal den doch auch ein Welpe. Nee, ist ein Schläger. Mein Gott, der sieht aber auch so klein aus. So, haut drauf, komm. Ja, doch, macht eigentlich ganz viel Spaß.
Hätte ja jetzt in der Zeit wieder nicht aufgenommen, weil ich den Spaß verloren hatte und sowas ein bisschen. Aber jetzt nehme ich gerne wieder auf und es macht tatsächlich mir doch wieder Spaß. Knochen will ich nicht. So. Hui. Hat das mal jemand bei der Party? Also ich habe das früher mal bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Schulpartys oder so. Da gab es dann, wo man dann übers Feuer gehüpft ist. Gut, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, dass ich sagen könnte, ach, in den guten alten Zeiten, ne? Ja, aber habe ich früher tatsächlich gemacht, ne? F5-Taste suchen und drauf drücken. So. Wie gesagt, ist dunkel hier. Kann ich hier warten? Ja, eine Stunde. Dann sollte wieder alles voll sein von uns. Sehr schön, sehr schön. Ja, das war kacke. Hab mir irgendwie gedacht, dass es irgendwie eigenartig ist, dass da beide, dass ich beide öffnen kann. Habe ich das noch mehr mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Hier sind schon ein paar verreckt, wohlgemerkt. Aber wahrscheinlich können wir hier kommen. Locker. Ui, da oben sehe ich welche. Unten ist ein Bogenschütze. Ich mag Bogenschützen nicht. Komm, wir gehen mal hier ein bisschen rüber, mein Freund. So. Oh, der ist aber gut. So, also, jetzt kannst du wenigstens der Bogenschütze hier nicht mehr erwischen. Ach man, ich fliege. Ha, blocken, 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 blocken. Jetzt hau drauf. So. Lehren den Freund hier. Was ist das mit dir? Achso, ja. Ich hab gedacht, er macht nichts. So, hat er letztendlich ja auch nicht wirklich. Grummet-Dolch brauchen wir nicht. Grummet-Pfeile brauchen wir auch nicht. Das nehmen wir mal alles hier mit. Sehr schön. Heilung. Und hoch in den nächsten Kampf. Gegen einen mit einem. Ach ja, genau. Gegen diesen Taktik einfach nur draufhauen. Ach Gott, ja. Verschiedene Gegner verlangen verschiedene Taktiken in das Spiel. Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Ist ein Skyrim ein bisschen verloren gegangen. So. Ja, ich habe den zweiten Fokuskristall. So, ich habe den zweiten Fokuskristall eingesetzt. Oh, kann ich nicht wegnehmen. Schade. Habe ich die schon gefunden? Natürlich nicht. So, ich nehme das Gift der Ausdauer immer mit, was hier ziemlich oft drin zu sein scheint. Einfach nur, weil das Geld bringt und ich es nachher verkaufen will. Wow, wir sollten uns mal heilen, fällt mir gerade so auf. So, komm, ich kann auch nochmal allein. Ja, unsere Persönlichkeit hat wieder Schaden erlitten. Komm, Dickerchen. Komm, ich kann so ein bisschen anstupsen. Komm, bewegt. Ja, komm. So, jetzt hau ich aber hoch. Und dann gehe ich wieder in den Verteidigungsmodus hier. Puh, meine Maus tut weh, wollte ich schon sagen. Nee, ich bin nicht zusammengewachsen mit der. Kann man auch was meinen. Nee, meine Hand tut schon ein bisschen weh. Von heute rumzocken. Das ist kein gutes Zeichen, würde ich mal sagen. Und ja, es liegt wirklich am Computerspiel. Nein, nicht an dem, was ihr denkt. Nur zum Klären. Falls ihr ein Problem habt. Ja, sonst lasse ich meinen bösen Onkel hier raus. Ich bin tatsächlich Onkel. Aber es interessiert mich nicht, ne? Ach Gott, jetzt muss ich wieder die F5-Taste. Das ist schrecklich mit der Dunkelheit hier. Ich könnte meinen, ich sitze in einem Keller und habe sämtliche Türen abgeschlossen. So, Fenster, die da diese Mini-Fenster mit irgendwelchen Gittern versehen, sodass kaum noch Licht da durchkommt. Und man mich nur, durch so ein ganz, ganz schmales Gitter, so schmale Streifen auf mein Gesicht vom Licht gemacht kriegen, vom Sonnenlicht, vom schrecklichen, schrecklichen Sonnenlicht. Das ist das Feind eines Gamers, genau. Nein, der Feind eines Gamers, das Sonnenlicht. Nee, ich bin nicht so. Wirklich nicht. Wieso bringt ein makelloser Topaz nur 20 Gold? Also ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, ob ihr Ahnung von Steinen habt. Aber generell, die Steine sind einfach ein bisschen unterschätzt. Die Teile können wir alle mal mitnehmen. Haben wir ja noch. So, egal. Komm. So, weiter. Oh, wir sind schon bei 15 Minuten. Mann, das ging aber jetzt schnell rum.
Das habe ich ihn heute nur Rücken knacken lassen. Wahrscheinlich hat man sowieso nicht gehört. Ist ja auch egal. So. Ich verabschiede mich für diese Folge. Bis morgen, Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Genau, das will ich so sagen. Ich habe immer das Problem, irgendwie ein Ende zu finden. Es ist grauenhaft. So, ciao, Leute. Bis wahrscheinlich morgen. Falsche Taste. Auch gut. Egal, komm.